Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir uns hier im Horst des Göttervogels in der Schattenwelt ein bisschen umgeschaut. Ja, und jetzt wollen wir hier natürlich noch ein bisschen weitergehen. Ich weiß, dass ich eine Kiste ausgelassen habe, oder was heißt ausgelassen, aus Versehen, vergessen habe. Im Horst des Göttervogels. Zum Glück ist es nur eine Kiste, die ich eh nicht brauche. Da ist eine sogenannte, Gott, wie heißt die jetzt? Auf jeden Fall eine Peitsche ist da drin. Und zwar, eine verfluchte, die man halt mit heiligen Asche wieder, ja, gut machen muss. Sag ich jetzt einmal. Und die, wird dann zur Geisel und das ist zufälligerweise die zweitbeste Peitsche im Spiel. Und ich glaube, ich lasse gerade wieder eine Kiste aus. Da bin ich mir aber auch nicht sicher. Ist aber auch nicht schlimm, weil das, was da drin ist, brauche ich eigentlich auch nicht. Denn was ist drin? Eine heilige Asche. Und brauche ich auch nicht mehr, weil da habe ich ja mittlerweile auch schon mehr als genug. So, die will ich jetzt aber alle erstmal besiegen. Du musst normal angreifen. Du musst auch normal angreifen. Und du machst einen Flammenhieb. Ja, ein bisschen Schaden machen wir ja schon. Es wäre halt cool, wenn, ich weiß nicht, was, Spike? Der fast noch ein Level Up, erreicht. Aber ich glaube eher, es war Yengis. Ich weiß es jetzt aber gerade nicht. Müsste ich nochmal kurz nachschauen. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn Spike nochmal ein Level-Up erreichen würde. Einfach wegen den MP. Es ist Yengis. Der hat es aber auch wirklich gleich. 936, das ist in der Regel fast... Oh! Ich habe absichtlich sofort... Okay. Gut, ich verpasse die Truhe doch nicht. Mit der heiligen Asche. Auch wenn ich sie eigentlich ja nicht brauche, die heiligen Asche, aber ist okay. Dämonenpeitsche heißt sie, glaube ich. Ja, ich glaube Dämonenpeitsche heißt sie, die Peitsche, die man hier noch bekommt, die ich jetzt ausgelassen habe. Unbeabsichtigt, also. Ja. Aber wie gesagt, die mit einer heiligen Asche würde zu einer Geisel werden und das ist die zweitstärkste Peitsche im Spiel. Bringt mir aber nichts, wenn ich sowieso schon die stärkste Peitsche im Spiel habe. Ich finde es sowieso faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe noch nie die Gringham-Peitsche gehabt. Habe ich noch nie besessen. Und jetzt habe ich sie gleich zweimal. Also irgendwie, ich weiß nicht, haben sich die Chancen beim Bingo geändert oder... Hab ich einfach nur so wahnsinnig viel Glück gehabt. Es könnte auch einfach daran liegen, dass man jetzt halt mit dem Quick Save, mit dem Schnellspeichern einfach direkt davor steht und einfach schon speichern kann und neu laden kann, wenn man Kacke baut, sage ich jetzt mal. So, die will ich jetzt aber alle erst einmal schön kaputt machen. Weil es gibt ordentlich Erfahrungspunkte und Yengis kann die Erfahrungspunkte gebrauchen, weil er dann einen neuen Level erreicht. Hör auf mit Megaschwächung. Die Lage darfst du analysieren, das darfst du ruhig öfter machen. Jetzt habe ich schon zweimal Megaschwächung drin, das ist eklig. Igitt! Das ist jetzt richtig eklig. Das macht sie aber ganz schnell kaputt. 3-mal Megaschwächung Intus. Igitt. Und Yengis erreicht die Stufe 36. Wunderbarigst. Zwei Level brauche ich noch, dann habe ich endlich auf Maximum. Bald kann ich endlich das erste Talent auf Maximum haben. Dauert ja nicht mehr lange.
Ich laufe gerade den Weg runter. Das ist nicht gut. Ja, von da bin ich gekommen. Dann muss ich einmal mich an dir vorbei. Weil ich mich verlaufen habe. No, jetzt kommt schon. Die haben es jetzt gerade echt mit Mega-Schwächung, oder? Die haben es gerade echt mit Mega-Schwächung. So, dann halt mal so vorbei. Ja, geh weg. Hallo, hallo, Lederjacke, hallo! Wie komm ich... Hallo? Hallo, geht da wieder? Nee, ich mag da jetzt nicht runter. Ist gerade so gemütlich hier oben. Okay, das ist dann das. Das bedeutet, ich muss zum Linken hin. Mann, muss das alles so verzweigt sein? Dann verlaufe ich mich doch. Können die nicht einfach hier so eine... Ich glaube, jetzt laufe ich zur Kiste. Ja, jetzt müsste ich zur Kiste laufen, oder? Nein! Jetzt laufe ich tatsächlich nicht zur Kiste. Schön. Wenn ich die Karte richtig lesen kann. Und da ich keine Karten lesen kann, laufen wir wahrscheinlich wieder genau zur Kiste. Aber solange wir hier schon unterwegs sind, bezweifle ich das. Und wir laufen tatsächlich nicht zur Kiste. Schön, geh weg. Hallo, ich habe eine Lederjacke. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Lederjacke. Ah, danke, dass Sie angehalten haben. Hallo. Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Hier, ich möchte Ihnen... Halt, bleiben Sie doch da. Lassen Sie sich durch diese Chance nicht entgehen. Heute ein Schnäppchen. Lederjacke im Angebot, danke. Hi. Multiheilung. So, eine kurze Heilung so. Ich werde paranoid. Okay. Kann ich mich einfach schon hier vorbei? Ah, danke. Ich nehme da mal das Eis. Ist das okay für dich? Hm, nicht? Okay. Menschen! Was machen Menschen in meinem Revier? Und diese Farbe? Ihr stammt nicht aus der finsteren Reich. Es scheint, ihr habt euch an einen Ort verirrt, an dem ihr nicht willkommen seid. Aber zu einem günstigen Zeitpunkt. Ich habe satt, auf dieses Ei aufzupassen. Ich bin sicher, der Fürst der Finsternis hätte nichts dagegen, wenn ich mich ein wenig amüsiere. Okay. So, okay, wie mache ich dich? Ich glaube, das Beste, was ich gerade machen kann, ist die dunkle Pute. Mega-Stärkung. Erstmal die dunkle Pute weg. Und erstmal mit Mega-Stärkung hier. Oh oh. Danke. Danke. Habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Habt ihr ganz, ganz toll gemacht. So. Du machst eine Mega-Stärkung und du machst
Wiedergeburt. Ah, der macht aber auch Schaden, ne? So, jetzt muss ich erstmal alle wieder beleben. So. Wunderbar. Jetzt sieht das alles schon angenehmer aus. So, Spike, du konzentrierst dich mal. Du machst eine Mega-Stärkung. Du konzentrierst dich. Und du machst eine Multiheilung. Denn, was ich weiß, beherrscht der Boss, glaube ich, keine Eiswelle. Er hat nur einen wahnsinnig hohen Angriff und macht ordentlich Schaden. Wie man unschwer erkennen kann. So. Spike, kannst du... Nein, kannst du nicht, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Zauber heißt. Es gibt doch so einen Zauber, der schützt mich vor Feuerangriffen. Aber den kann Spike nicht. Schade. So, Angelo ist verdammt dazu zu heilen. Der hat gerade keine andere Wahl. Die Pute übrigens am Anfang weghauen, weil die den Schreier kann und dadurch würde die umfallen, würde die Konzentration verlieren. Und das muss ja nicht sein. So, bei dem machen wir mal eine reine Vollheilung auf Yangis, damit der auch mal wieder... Ja, das war definitiv die richtige Idee. Damit der auch mal wieder mit dabei ist, sozusagen. So. Okay, dann würde ich jetzt mal meinen, machen wir mal da einen Flammenhieb. Yangis, du machst mal einen Helmspalter. Ja, und du machst einen Zwillingsdrachen und du kannst dann eigentlich eine Multiheilung. Oh, ja. Das tut es gerade richtig gut, so ein leichter Bosskampf nach Scheiß Imperia. Und dann kann man auch noch seine Abwehr schwächen. Ach du meine Herren. Oh, das wird amüsant. Das wird sehr angenehm. Das wird sehr angenehm. Kann er auch nicht. Naja, dann machen wir einfach mal Energieschub. Kann man ja auch mal machen, ne? Wow! Jetzt flippt er aus. Alter, der macht aber auch Schaden, ey, der Hund. So. Konzentration. Bam. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal ein New Jersey Tau. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Yangis rankommt. Und tschüss, Yangis. Schön. Dann muss Spike. Da müssen wir jetzt nicht umplanen. ...50er Konzentration, das ist schön. So, da wieder eine Vollheilung. Der macht aber auch Schaden, ey, der Wichser. So. Beugen darfst du machen, ich greife dich eh nicht magisch an. So, du konzentrierst dich einfach mal nochmal. Wobei, warum greedy werden? 50er Konzentration reicht vollkommen aus. So. 50er Konzentration reicht vollkommen aus. Oh, ja. Miau, wir machen so viel Schaden. Und der Boss ist so leicht, weil er einfach keine Eiswelle kann. Da merkt man mal, wie eklig so eine Eiswelle ist, ne? Da merkt man erst einmal, wie richtig widerlich so eine Eiswelle ist. So, und Multiheilung. Jetzt dürfen die sich nochmal
Ih, die Abwehrkraft ist wieder auf normal. So. Ja gut, aber bis die Abwehrkraft von allen wieder auf normal ist, sollte der Kampf hoffentlich gewonnen sein. Deswegen kann ich jetzt einfach mal... Ja, Abwehrkraft ist wieder normal. Jetzt ist die Abwehrkraft doch wieder normal. Ja, bei Yang ist es sowieso schon wieder normal, weil der ja mal gestorben ist. So. Energieschub lässt nach, das ist auch okay. So, und du bist jetzt ganz sicher, mein lieber Gegner, dass du jetzt nicht aufs Maul bekommst. So, ich habe hier dreimal eine 50er Konzentration. Machen wir mal einen Flammenhieb, dann machen wir mal noch schön hier eine Axt der Angst. Dann klatschen wir den mal schön in den Zwillingsdrachen rein und einfach zur Sicherheit heilen wir uns noch. Ihhh! Kannst du mal aufhören, dauernd meine Elster anzugreifen? Wow. Und dann weicht er einfach mal im 50er Flammenhieb aus. Ja, wenigstens ist Gammon besiegt. Okay. Erstmal die beiden konzentrieren, weil ich will, dass die rote Elster... Ich habe Multiheilung gemacht. Ups. Weil ich will, dass die rote Elster auch Erfahrungspunkte bekommt. So, und dann kannst du eine Wiedergeburt machen auf die Elster. So. Und jetzt dürfen wir endlich kaputt machen. Oh, gar nicht die Konzentration benutzt. Wow. Ein Talentsamen, das ist geil. Impossible! No human could be so strong. Of course, Imperia. She brought you here from the world of light to defeat me. What a fool to think she could get the better of me. If I die, I'm taking her egg with me! You'll regret the day she tried to trick Gammon. What was that noise? What? What happened? My egg! My baby! In pieces! I don't know what to say. We done all we could, but it just weren't enough, like. Do not blame yourselves. I should never have put you in this position. I am truly sorry for having brought you here and for subjecting you to such a bitter experience. I will take you back to the Eye so you may return to the world of light. Mother, wait! My baby? Yes, it's me, Mother. Do not feel sad. I wanted to give something to the people who came to help me. To thank them. Give them something? But you're... I know, Mother, but I can still help them. I am just a soul. I have no form. But if they lend me their bodies, I can make them fly. Let me travel with you. I can help you. It is true. If my child can be of help to you on your quest, I hope you will accept. Please grant my son his wish to accompany you. Na klar. Thank you. I
cannot express my gratitude enough. I will change into a form that you can carry around with you. Whenever you need me, just call. Und den Göttervogelstein erhalten. Oh yeah. Der Seelenstein gestattet es euch Menschen, eure physische Gestalt in die eines Vogels zu verwandeln und zu fliegen. Aber seine Kräfte können nur in unserer Welt eingesetzt werden, der Welt des Lichts. Wir sollten bald aufbrechen. Klettert auf meinen Rücken und ich werde euch tragen. Well, that was a singularly unusual affair. To think, there is a whole other world. If I hadn't witnessed it with my own eyes, I'm quite sure I would never have believed it. And if that strange eye wasn't there, I'd be convinced it had all been a dream. Okay, ja, wir sind wieder zurück in der Welt des Lichts. Wir können dank dem Göttervogelstein jetzt auch fliegen. Und das werden wir im nächsten Part auch tun, denn jetzt können wir wahnsinnig viele neue Orte erreichen und sehr, sehr viele tolle Sachen bekommen. Und das werden wir dann alles beim nächsten Mal machen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.